Tja, was ist jetzt passiert? Ah ja. Wow. Alter. Freundchen, nicht mit mir. Tja. Und es beginnt zu regnen. Haben wir da den Gegner? Ist der jetzt schon? Ja, der ist schon. So. Okay, interessanterweise. Ach so. Hui. Wow. Ja, das sieht sehr... Er hat sogar getroffen. Das ist interessant. Wow. Ja, ich bin ja gerade voll begeistert von diesen ganzen Effekten und alles. Oh, ein Speicherpunkt. So. Gut, aber interessanterweise fehlt dort hinten noch einiges. Oh, ein Hase. Weil wie war das mit der Karte? Was bedeutet blau? Speicherort. Geplündert. Okay, also wir haben hier aber zweimal nicht geplündert. Ja, komm. Ist egal, wir müssen in das Dorf. Huch. So. Gut, gespeichert wäre jetzt hoffentlich. Und stirb. Zack, zack, zack. Wow. Achso. Bam. Huhua. So. Gut. Ja, und die Gegner haben ja alle absolut keine Chance. Ich werde jetzt mal kurz einen Happen essen. Ich habe jetzt einen Wandhuhn gegessen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal ganz kurz, sorry Leute, hier auf Fruchthappen umstellen, weil die heilen nicht so viel Gesundheit. Das ist dann nicht so schlimm, wenn ich die öfter verwende. Oh. So, komm. Feuer. Wow. Und Wirbel. Gut. Ja. Genauso soll es sein, ne? Gut. Wow, was ist passiert? Hey, du bist gerade aufgestiegen. Wuhu. Wirklich, fühlt sich gut an. Ach was, fühlt sich großartig an. So sollte es auch sein, dass du hast einen Kampfkunststein erhalten. Öffne übers Inventar den Charakterbildschirm, um noch mächtiger zu werden. Okay. Ah ja. Okay, hier kann ich mir also Sachen aussuchen, was ich machen will. Deine maximale Gesundheit. Die Basisangriffskraft bestimmt wie viel Schaden, okay. Verteidigung, Fidget. Bestimmt die Kraft von Fidgets Geschoss und den Staubsturms. Ja, komm, machen wir maximale Gesundheit ein bisschen mehr. Genau. Bestätigen wir mit A, ja. Okay, das kann ich wahrscheinlich dann nicht mehr zurücknehmen, okay. Gut, und ich bin im Level gestiegen, wunderbar. Was ist das? Was war das jetzt bitte? Ich bekomme immer so seltsame Items, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hey! Bam! Gut. Ja, und ich weiß immer noch nicht, warum, dass ich die Gegner eigentlich alle töte und wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mache. Ich bin einfach mitten aufgewacht im Wald und ja. Aber muss ich auch nicht wissen. Das ist das Gute. Das ist ein tolles Spiel. Da muss man nicht wissen, um was es eigentlich geht, ne? So. Wohl, das werden wir alles noch rausfinden. So, und Feuer! Huh, Kette zerbrochen. Oh mein Gott. Naja. Gut. Wir werden die Gegner trotzdem alle töten. So. Gut. Schlitz. Ja, es ist ein riesengroßes Gemetzel, aber was soll's. Wir müssen auf jeden Fall durchkommen, ohne zu sterben. Das sollte aber kein Problem sein. Hui, und... Wirbel. Und genau. So. Wow. Genau. So. Der da unten ist ja, aber muss ich sagen, ganz schön hartnäckig, der Rote hier. Rote, wo bist du? Kann's ja nicht sein. Ist jetzt tot. Ja, sieht gut aus. Kann ich hier... Moment. 222 Münzen haben wir schon. Wie geht's weiter? Nee, Moment. Ich will hier... auf jeden Fall alles finden. Kann ich hier runter? Warum kann ich hier nicht durch? Ah, hier kann ich durch. Gut. Und es beginnt zu regnen. Hoffentlich trifft uns kein Blitz. Das wäre suboptimal. Aber naja, normalerweise nicht. Kann ich hier? Oh, wow. Ah ja. Nein! Ich brauche den Schlüssel. Kann ich in die Sturmhöhle rein? Ja. Nö. Okay. Ah ja. Schlitz und
Genau. Notiz hinzugefügt. So. Spur, Sprung ins Leere. Sprung ins Leere. Sie jagten mich und ich lief. 5, vielleicht 6 von ihnen. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Sie kamen schnell näher. Ich schaffte es bis zum Schützenpass. Aber dank eines Pfeils in meinem Bein hatten sie mich bei der kopflosen Statue eingeholt. Ich war umzingelt, verzweifelt und sah keinen Ausweg. Also kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Okay. Moment. Statistik? Ach toll, Statistik interessiert mich nicht. Materialien? Was ist das? Ein Bausch feinster Baumwolle. Was bedeutet der Haken? Alter, das Spiel ist ja wieder irgendwie so richtig, richtig, umfänglich. Umfänglich. Umfänglich ist ein interessantes Wort. Ich meinte natürlich, Jetzt fällt mir echt das Wort nicht ein, was ich sage. Umfangreich wollte ich sagen. Das Spiel ist umfangreich. So, hier geht's nach unten, weil da ist die Kiste. Öffnen. B. A. 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 Wuhu. Wow, und so viel tolles Zeug. Leckeres Törtchen mal 2 gefunden. Schön. Gut, und wir haben alles geplündert hier. Sehr schön. Ich frage mich, was es mit den Materialien auf sich hat. Doch erstmal müssen wir unser Ziel erreichen, das sich im nächsten Bildschirm befindet. Was sind wir eigentlich? Wir sehen äußerst merkwürdig aus. Und hier gibt's auch einen Schatz. Wow. Hier oben ist es wirklich wunderbar. Hast du eine Idee, wo wir sind? Ich hatte gehofft, das würdest du mir sagen. Ach, wie dumm von mir. Ich muss meine ganz detaillierten Karten und Navigationsgeräte bei der Jagd nach einem fliegenden Schwert verloren haben. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe, Fidget. Das sollte dir auch leid tun. Einfach so mein Schwert zu klauen, um mich in Schwierigkeiten zu bringen. Weißt du was? Wenn ich genauer darüber nachdenke, habe ich diese Aussicht dort schon mal gesehen. Ich war schon mal an diesem Ort. Und zwar genau hier. Dann erkennst du vielleicht das Dorf am Fluss der Klippen? Es ist von hier aus schwer zu sehen. Wir müssen runter bis ins Tal, um näher ranzukommen. Sehr gut. Nimm nur den Weg, der dir richtig erscheint. Ah ja. Eine deiner Missionen wurde aktualisiert. Rufe in den Inventar den Missionsbildschirm auf. Okay. Staub zu Staub. In der Ferne siehst du ein Dorf. Vielleicht findest du dort Antworten. Ja, ich hoffe doch, dass ich dort Antworten finde. Wow. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Achso, da ist ein Gegner. Ja, den müssen wir natürlich zuvor schon schlitzen. Genau, so. Warte mal, jetzt guck mal, wenn ich hier jetzt nach oben... Spiel speichern. Ich kann noch nicht auf die Weltkarte zugreifen. Die Lichtung. Ja. Geht nicht. Okay. Speicherplatz 1. Super. Wow. Das wollte ich so nicht. Also voll viele Gegner. Wow. Und lalalalalalalala. Wirbel, 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 wirbel. Und alle sterben. Oder? Ja, kritischer Trefferball. Das war richtig gut. Und ein weiteres Wandhuhn. Ich finde das interessant. Oh, 2 Schlüssel gleich. Und Hasen, eine Hasenhöhle. Guckt euch mal das an. Ich habe gleich 2 magische Schlüssel erhalten. Das ist gut, weil magische Schlüssel brauche ich ohnehin, um eben die Kisten zu öffnen, die hier so herumfliegen in der Welt. Und ich gehe jetzt bewusst wieder hier nach oben, weil eigentlich will ich ja genau diesen Gegner töten. Was mir das jetzt auch immer gebracht hat. Okay, da nach oben kann ich nicht. Na gut. Na gut. Dann gehen wir eben den normalen Weg nach unten. Moment. So, und wir wirbeln alles auf. Ja, und haben eine tolle Hit-Chain. Nein. Wow, was ist jetzt passiert? Wow, was war das? Hast du dich gerade selbst geschlagen? Das. Du musst aufpassen. Selbst der größte aller Schwertkämpfer kann den Staubsturm nicht sehr lange aufrechterhalten. Okay. Ich versuche vorsichtiger zu sein in Zukunft. Behalte deine Farbe im Auge. Wenn du rot wirst und der Bildschirm zu wackeln beginnt, bist du kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Ja, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Dass der Typ ja jetzt auch nicht gerade der längste, also der beste Schwertkämpfer ist. Noch nicht. Das wird sich alles noch ändern.
Gut. La 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 la. Und Wirbel, 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 Wirbel. So, und jetzt lassen wir es lieber, sonst sterben wir wieder. Ja. Hui. Genau, und wir machen alles kaputt. Gut. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Levelaufstieg. Cool. Und da gibt es wieder ein Wandhuhn. Nee. Fruchthappen haben wir erhalten. Nun gut. Kampfkunststein verfügbar. Ja, ich weiß, ich will mir die aber aufsparen. Ah, hier gibt es auch wieder einen Schatz. La 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 la. So. So, genau. Und wir werden alle wieder töten. So. Zack, 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 zack. Was ist das? Okay. Ah, da oben kann ich eine neue Fähigkeit erhalten. Hier haben wir wieder irgendwas anderes bekommen. So. Neue Fertigkeit. Fernkampf Staubsturm verfügbar. Halt im Sprung Y gedrückt, um durch die Luft zu fliegen und deine Feinde vom Weiten anzugreifen. Wow, wie geil ist das denn? Nein, Kette zerbrochen. Also, die Kampfkette quasi. Ui, und Wirbel, 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 Wirbel. Wow. Gut. Eine unfreiwillige Kombi habe ich jetzt geleistet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Sehr schön. Gut. Ja. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall dann auch Fiddley... Wie heißt der kleine Geist, der mich begleitet? Also, lass uns nicht wissen, nennt das Navi. Nee, natürlich nicht. Wobei, ich hätte eh einen Kampfkunststein, den könnte ich ja einfach einsetzen, auch wenn es ist, ne? Gut, weitere Gegner. Ich muss viel mehr mit Fiddlys Kraft arbeiten. Irgendwas ist jetzt hier seltsam gewesen. Gut, und ich kann meine Kampfkette weiter... Genau, weiter... Wenn ich schnell genug zuschlage, dann kann ich die Kampfkette weiter treiben und dann bekomme ich mehr Punkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mir das auch immer bringt, was habe ich jetzt erhalten? Eine Fee oder was? Wow. Ups, das wollte ich ja gar nicht. Ah ja. Gut. Ja, Moment, jetzt werden wir trotzdem mal kurz... Kampfstein verfügbar. Genau, Fidget heißt sie. Ja, genau. Okay. Fidgets Kampfkunst weiter Dingens. Ja. Was ist da nicht grün? Buch? Weiß man nicht. Grün gibt's gar nicht. Okay. Die Wand wurde durch eine mächtige Legierung verstärkt. Mit einer Sprengladung solltest du durchkommen. Super! Nur ich habe noch keine Sprengladung. Wow, was ist das? Ist das ein Zelt? Ist da jemand drinnen? Was immer es ist, es hat teuflisch glühende Augen. Es ist ein ruhender Händler. Lasst euch nicht von seinem Äußeren erschrecken. Ich spüre, dass er uns nur auf unserer Reise unterstützen will. Ich hatte gar keine Angst. Ich war nur beeindruckt von dem Vorteil. Ja, los, reden wir mit ihm. Ja, genau. Drücke nach oben, um den Laden zu betreten. Okay. Ich habe dich erwartet, Fremder. Wer bist du? Nur ein Freund mit vielen Waren zu verkaufen. Wollen wir handeln? Gut, 80. Braucht man da irgendwas blauer Pilz? Ja, komm, wir kaufen uns einen blauen Pilz. Nee, wobei, das kostet alles recht viel. Was hat denn der sonst noch? Anhänger. Dieses Ding fällt nicht wirklich in die Kategorie Schmuck. Plus 1 Angriff, plus 1 Verteidigung, plus 1 Glück. Ich weiß ja nicht, ob wir uns da irgendwas kaufen sollen. Upgrades. Eierschale. Die Schale schärft die Klinge genauso gut wie Wasser. Wow, super. Alter Wettstein bringt die Schneide ganz leicht zum Glänzen. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, ob wir uns da irgendwas kaufen sollen. Ich bin ja nie ein Freund von Läden in so Spielen, weil ich weiß nicht, vielleicht bekommt man das Zeug so irgendwie. Teleportstein, Stein, mit dem du dich einmalig von einem Speichermoment auf die Weltkarte teleportieren kannst. Wow! Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmalig wiederbeleben kann. Okay, sozusagen die zweite Chance. Ach, wirklich. Aber Schlüssel kosten viel. Ah, Materialien, okay. Ja, komm. In den Verkaufsmodus wechseln. Was?
katalogisiert und vorrätig. Gut. Ich könnte ja Sachen... Oh, ich habe eine Rüstung. Ja, komm. Verlassen wir. Bevor du gehst, darf ich dir noch ein Angebot unterbreiten? Kommt auf das Angebot auf an. Wenn du verzeihst, du bist nicht vorbereitet auf die Reise, die vor dir liegt. Ich wiederum könnte da Abhilfe schaffen. Bitte nimm diesen Bauplan als Geschenk. Wenn du einen Schmied auftust und das nötige Material, kann er dir den Gegenstand herstellen. Ich kann dir auch Materialien anbieten, wobei ich nicht weiß, was in diesem Land als wertvoll gilt. Ich stamme nicht von hier, wie du vermutlich erraten hast. Sobald du mir eine neue Materialsorte verkaufst, kann ich meinen Laden damit auffüllen. Als Lohn zahle ich dir einen Bonus für das erste neue Material, das du mir anschaffst. Ah, er wird es zu einem gepfefferten Preis kaufen. Ja, das werde ich. Danke. Pass auf dich auf, mein Freund. Okay, das hat es mit dem Vorrätig auf sich, oder was? Wie? Hallo wiederum, mein Freund. Ich dachte mir schon, dass du wiederkehren würdest. Das bedeutet, wenn ich hier in den Verkaufsmodus wechsle, nee, in den Verkaufsmodus wechseln ist hier. Ja, dann hatte genau die Dinger. Ah, Nägel hat das auch. Okay, komm, dann verkaufen wir ihm hier Garn zum Nähen. Verkaufen. 1. Neues Material katalogisiert. Katalogisiert, Alter. Und jetzt hat er das, oder? Ja, genau so ist das. Okay, verstehe. Gut, dann verkaufen wir mal alles, wo man... Nee, nicht nochmal. Komm. Damit er das alles dann hat. Was ist das denn? Bestienleder. Genau, die anderen Dinge, da haben wir leider nur ein Stück, die will ich ihm nicht verkaufen. So. Ich weiß dieses Geschäft sehr zu schätzen. Gut. Das Material, das du mir verkauft hast, wird sehr nützlich sein. Ich werde versuchen, es im Laufe der Zeit wieder aufzufüllen. Ich teile mein Waffenlager außerdem mit anderen Kaufleuten. Mein Warenlager, meinte ich. Mit unserer Hilfe spart er kostbare Zeit beim Sammeln von seltenen Materialien. Danke, mein Freund. Pass auf dich auf, mein Freund. Wow. Mission abgeschlossen. Ein neues Unternehmen. Wie jetzt? Was, eine Mission? Aha. Ach so, okay. Ah ja. Verstehe. So. Moment mal. Materialien. Ladenkatalog. Ja. Toll. Statistik, Charakter. Nee, Inventar. Er hat mir irgendeinen Bauplan, hat er gemeint, hat er mir gegeben. Komm, das passt. Rüstung. Oh, wir haben Rüstungen. Leichtes Kettenhemd. Achso, das ist nur ein Bauplan. Ansehen. Ansehen. Ah ja. Okay. Verstehe, okay. Okay, also es ist nur ein Plan. Gut, dann legen wir das mal an, hätte ich gesagt. Verwenden. Juhu. Upgrade haben wir nix. Objekte und Schlüssel haben wir nichts. Ringe haben wir nichts. Anhänger. Oh, ich habe einen Anhänger. Schön. Den verwenden wir natürlich. Okay, gut. Und das Wetter wird immer schlimmer. Wow. Was verzogene Anhänger? Ja, genau. Ja, ist eh okay, oder? Was haben wir? Haben wir da jetzt ein Problem damit, wenn wir das angelegt haben? Nee. Ach so, das ist das Zeugs, was ich... Wow. Okay, da kommen wir so nicht durch. Nee. Das wird so nicht. Das wird so nichts. Nein. Gut. Laden. Also Läden aufgefüllt. Ja, schön. Wow. Du hast die Bombenfrucht entdeckt. Mit Staubstürmen kannst du die Frucht pflücken und lenken. Ach, süß. Ja, toll. Ja, wie jetzt? Muss ich die jetzt echt da nach oben? Ah, komm. Muss ich die jetzt echt bis ganz nach oben bringen? Das geht ja gar nicht. Muss ich das jetzt wirklich so machen? Ja,
Scheint so, oder? Wow. Und ein Bandhuhn. Gut. Nein, das wollte ich so nicht. Sorry. So. Und wir werden hier jetzt erstmal speichern und wir werden diese Aufnahme beenden. Weil, genau. Ich einfach mal nur gucken wollte, ob das Ganze funktioniert. Und naja, wir werden dann wahrscheinlich bald mal wieder weiterspielen. Aber erstmal wird die Aufnahme hier beendet. Also Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dust. An Elysian Tale. Tschüss, Leute.